Erstmal den ganzen Körperteil abgetrennt. Lass ich in Ruhe. Jo Leute, willkommen zurück bei Dead Space. Hier sind wir wieder im neuen Jahr 2015. Das Jahr ist jetzt ein paar Tage, paar Stunden alt und wir nehmen gleich schon wieder auf. Um durchzukommen. Wir haben ja jetzt hier durchsucht, müssen jetzt zurück. Viel Munition haben wir nicht mehr, oder? Ah doch, haben wir noch Munition. Stimmt, ich habe ja jetzt das letzte Mal hier alles gelootet, das war das sauerstoffarme Gebiet. Und jetzt muss ich wieder zurück. Wohin weiß ich zwar noch nicht, aber ich gehe mal zurück. Ja, ich habe heute einen Schädel gehabt, viel zu viel gesoffen und gefeiert heute Nacht. Und ich hoffe, ihr habt auch gefeiert. Ordentlich. Alter. Ja, leider gab es auch wieder Tote, weil sie sich selbst gebastelte Böller hochgejagt haben, sagen wir es mal so. Leider. Ist nicht schön, aber... Naja. Die Dinger sind ja keine Herausforderung, diese Leute. Wenn sie die anderen mitnehmen, ist es noch viel besser. Einfacher für mich. Also ich finde diese Gegner am liebsten. Ja, also Leute, lasst die Finger weg von selbst gebastelten Sprengstoffen. Das ist kein Spielzeug. Denn es... Dafür ist es so schade, sein Leben wegzuwerfen, also... Natürlich muss das jeder selber für sich entscheiden, aber ich finde es... nicht in Ordnung, auch nicht die Polenböller. Natürlich hören die sich toll an und alles, aber... danach nicht mehr Computer spielen zu können oder so, ist das sehr unpraktisch. Deswegen lasst die Finger davon weg. Es bringt euch nichts. Ihr seid nicht cool deswegen oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur hirnrissig, sowas zu machen, finde ich. Ein bisschen Gravum mehr oder weniger. Nein, nein, das muss nicht sein. Ja, das muss sein. Ich muss kaufen. Und... apropos, kauft sie in Deutschland, deswegen. Dann braucht ihr. Kommt ihr nicht auf die Idee, bei in Polen oder so zu kaufen. Was habe ich eigentlich im Inventar? Medikit, Medikit klein. Stase, ich habe ja alles. Gut. Dann kann ich mir auch. Warum setze ich es nicht ein? Warum setze ich dann nicht mal ein Medikit ein? Ein bisschen Munition könnte ich mir noch kaufen. Für meine Plasma-Cutter. Habe ja genügend Energie. Ich will bloß nicht zu viel ausgeben. Da ich ja nachher noch den Anzug Level 5 kaufen will, wo es bestimmt gibt. Ich weiß es zwar nicht, aber ich vermute es mal schwer, dass es noch einen gibt, weil noch ein paar Slots frei sind. Da war was. Gibt's Ruhe? Nein, gibt es nicht. Er wollte nicht Ruhe geben. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe es versucht, gut mit ihm zu reden, aber er wollte einfach nicht. Manchmal sind solche Dinge sehr unlernwillig. Ist zu. Müssen wir mal verdollern gehen. Was war das? Ist gekracht. Tim. Jetzt sind wir schon wieder so eine Dusche. Munition. Auch gut. Platinen sind auch immer sehr... Oh, ne. Oh, Level 5 Schema. Was ich gesagt habe, als hätte ich es geahnt. Was müssen wir jetzt zurück? Und sich den Level 5 verkaufen. Ah, komm. Das interessiert kein Mensch, was da... Was storytechnisch, aber... Komm, wir gehen so schnell zurück und holen uns den Level 5 Anzug. Weil... ich glaube, der ist... mega pornös. Dann kann ich dann den Schrott noch verkaufen und ein bisschen Munition wieder kaufen. Weil er noch mehr Munition geschluckt hat, als ich ihm eigentlich geben wollte. Der Dinger da. So. Komm schon. Level 5 Schemata einlösen.
Neues Objekt, jawohl. Den kaufe ich mir jetzt auch, wenn er 50.000 kostet. 60.000, boah. Zum Glück habe ich noch Sachen zu verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Und jetzt fehlt mir noch ein bisschen Sachen. Ah, verkaufen wir das auch noch. Ich will das Ding erkaufen. Medikit finde ich nachher schon noch eins. Ich will aber den Anzug haben. Den letzten Anzug meines Lebens. Also in dem Spiel hier. Das ist wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Ding aus. Also so sieht der jetzt aus. Schön gepanzert. Richtig fett gepanzerte Dinger jetzt hat. Aber ich denke mal, die Dinger werden jetzt noch ein bisschen stärker werden. Die Dinger jetzt ein bisschen stärker noch werden. 60 Tonnen hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Jetzt habe ich noch 1100. Dann können wir nichts mehr kaufen, natürlich. Aber wer braucht denn bei so einem Panzer, braucht man nichts mehr kaufen. Alter, ist der Dinger fett. Gucken wir uns mal an. Ja, hat was, hat was. Ich denke mal, wir halten jetzt ein paar Schläge mehr aus. Sollte man zumindest. Wäre schlecht, wenn nicht. Für das Geld. Und das hat jetzt auch nicht wirklich länger gedauert, in dem her. Kann man das noch verkraften? Aber jetzt geht es nämlich wieder raus. Eintritt Schwerelosigkeit. Sag ich doch. Nebenaufgabe für das Heavy Eng. Oh oh. Die sind auch jetzt härter. Jetzt auch härter sind, aber Alter, was das trifft mich denn da? Oh, das hat mich da jetzt erwischt die ganze Zeit. Nur die kleinen Wichser da? Ja, super, zum Glück habe ich das Ding verkauft, ja. Das große Medikit. So, was muss ich hier machen? Was ist das? Ein Spielfeld ist das. Ah, die sind jetzt auch so komisch dunkel geworden. So, man kann die noch looten, stimmt. Ich will noch ihren Loot haben, dafür, dass sie mich so gefickt haben. Ah, ja, das ist ein Spielfeld, genau. So, aber jetzt will ich hier wieder raus. Sieht sie raus möchte. Ich glaube, ich muss ja auch wieder raus. Ja. Ich habe die Schlüsselkarte gefunden, also kann ich jetzt auch hier raus. Oh gut, das war jetzt aber nicht so mega pornös. Ich weiß jetzt nicht, was er gedacht hat, was er jetzt machen kann. Andere Waffe. So. Also hart war das jetzt auch nicht. Ich muss nur immer die Dinger abschießen. Das ist das Wichtigste. Die Ärmchen und Beinchen. Was immer die Ärmchen und Beinchen wegmachen muss. Ohne zu gucken, einfach mal drauf geklickt. Und 50 Munition habe ich. Und wie viel habe ich Reserve? Also 250 Reserve. Ist okay. In diese wichtigen Stunde von der Kirche abwenden, hören Sie sich. Es ist Gottes Werk, es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttet haben. Sie müssen Narren, das ist es, wonach wir gewartet haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück.
in dieser wichtigen Stelle von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist. Ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physisch. Der labert mir so viel Kaber. Ist der mir zu viel Kaber labert? Ich glaube, ich habe da jetzt irgendwas. Achso, ja. Munition looten. Ich habe ordentlich gelootet, die Türen. Aber ich glaube, die geben mir die Munition hier nicht nur zum Spaß, die 419 Schuss. Deswegen lade ich die alle mal nach. Und nehme mal die hier, da habe ich jetzt am meisten Reserven. Nö, aber ich sehe es keine Bewegung. Das ist wieder ein Rät. Achso, hab's schon kapiert? So. Es ist so schwierig, sind die Dinger ja auch, wenn nicht diese Rätsels. Was ist das? Audiolog? Ja, Halbleiter Rubin. Ne, da komme ich jetzt nicht durch. Achso, da musst du alle verschieben. Gut, dann kann er von hinten kann er kommen, das ist mal gut. So. Nö, Moment. Das ist falsch. Ah. Natürlich wieder alle in die andere Richtung. Aber wenn ihr das wollt lesen, dann müsst ihr kurz auf Pause drücken. Ich mache nämlich gleich weiter, weil ich lese diese Sachen ja nicht so gerne durch. Sonst kriegen wir die Story ja nicht abgearbeitet. Bam, bam. So. Ja. Kleines Rätselspiel. Mit den Dingern noch ein bisschen mehr Munition habe. Ja, da geht's weiter. Oh, da ist er, eine Tussi. Er lacht ein bisschen krank. Jetzt hat sie sich, glaube ich, selbst hier weggeblasen. Ja. Ah, ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich. Aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie mich einbringen. Oh, nicht schon wieder dieses hässliche Ding. Das Unsterbliche. Stell mal, wie es sagt, Spartas Dinger. Oh Gott. Stell mal den Namen Unsterbliche auf die Probe. Ich habe mir selber den Ausgang wieder zugebaut. Oh oh. Dass ich mir selber den Ausgang verbaut habe. So. Schicht im Schacht, Jungs. Schicht im Schacht. Ja. Nein, das noch. Ich hoffe, das ist wieder sicher mal richtig. Ich hab keinen Bock, das jetzt hier. So. Bin ich hier richtig? Ja. Aber die Tür ist. Geh weg. Ich verstehe kein Wort, geh weg. Ich muss hier weg. So, brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Wer hat was überbrückt?
Erstmal ein Magic-Kit reinhauen. Was ist denn das für ein hässlicher Gnome? Na, da kommt schon wieder der Dicke. Okay, können wir mal wieder alles abschnitzeln, dass ich Zeit habe. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den Dinger töten soll. Und du bist ruhig da unten, dann kriegst du auch auf die Fresse. Verschlossen? Ja, super, ich muss hier raus. Ob du das willst oder nicht willst. Aber da ist er ja schon wieder. Halt die Schnauze. Und du auch. Du bist jetzt auch mal ruhig. Einzelwaffe. Ja, ich habe einfach nur überleben müssen. Das ist aber gut. Boah. Darf ich jetzt speichern? Nein, darf ich nicht. Lass du mich jetzt in Ruhe? So, jetzt will ich in Ruhe speichern. Erstmal den ganzen Körperteil abgetrennt. Dass ich in Ruhe speichern kann. Fahrstuhl, komm schon. So. Oh, das können wir schon wieder ein Medikit reinhauen. 4 Schuss für der Cutter noch. Ich habe fast 200 Schuss in den Dinger reingepumpt. Aber ich habe gespeichert, meine Freunde. Ich habe gespeichert. Das ist das Wichtigste. Hm? Lass mal die Map angucken. Also ich bin hier, dann muss ich mit dem Fahrstuhl runter. Oh, voilà. So, im Stasi-Modul noch eins reinhauen. Sicher, sicher, weil der wird sie auch gleich wieder mich anficken will. Bestimmt. Also das ist das, der Sportraum. Und der zentrale Raum. Der hat den Typ wieder aufgetaucht. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um den Dinger einzugefrieren? Och nö. Jetzt muss ich erstmal hier die Dinger da aufhalten am besten. Bevor mir alle in die Zombies verwandelt. Zum Glück habe ich echt den Panzer jetzt hier angezogen. Ja, wenn die jetzt die alle hier gesackt hätte, du scheiß hässliches Viech. Dann wäre ich echt sauer geworden. Wenn ich echt sauer geworden wäre. So, jetzt kaufen wir erstmal wieder Munition. Ich habe Zeug zum Verkaufen. Ich glaube aber im Shop bin ich safe. Wenn ich einkaufe. Das brauche ich alles, das brauche ich auch, das brauche ich auch. Das muss in die Rubinkarte hier. Verkaufen, so. Ja. So. Jetzt brauche ich erstmal wieder das. Das. Dann brauche ich das.
Was ich nicht brauche, ist das. Das brauche ich alles. Ich brauche mehr Munition. Das nehme ich noch mit. Dann noch ein bisschen Munition mit. So, habe jetzt genügend Munition dabei. Ja, denke, das reicht mal wieder für ein Weilchen, dass ich da weiterkomme damit. Ja, speichern kann ich auch noch mal. Gut, das war jetzt so unnötig, aber es schadet nicht, wenn er, gerade weil ich jetzt hier gekauft habe und so. So. Ich glaube, ein Ding fehlt mir ja noch. Eine Taste, eine Karte. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Bist du gleich tot? Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das Wimp-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Emilia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Alter Schalter. Ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben? Messer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Na, du hast eh gleich gefressen. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeit. Okay. Gut, dann machen wir das doch. Wenn das alles ist, ist ja nicht viel. Solange der unbesiegbare Bock da noch rumrennt. Bin mal gespannt, wie ich den. Ich glaube, den muss ich zurück auf den Planeten schieben. Dann kriegst du ja nicht tot. War eigentlich nur unnötig Munition. Oh ja, super. Das war ganz schlecht, das können wir einen Cutter nehmen. Wegen dem Töten. Das muss ja schnell gehen bei den Dingern. Oh, nachladen. Bevor die kleinen Viecher rauskommen. Oder es sind noch mehr von den Dingen. Die müssen getötet werden, bevor sie das machen, natürlich. Drei. Also wahrscheinlich zu viel Munition. Alles gelootet schon. Zerstört ihn. So. Nachladen. Gut, da müsste ich lange, das sind noch Türen, wo man looten kann, bestimmt. Sonst wird es hier nicht geben und ich brauche alles, was ich kriegen kann. Nochmal ein Stück. Jawohl. Das passt. Wir weg die Tür, die Ding. Ja, das brauche ich auch. Munition kann man nie genug haben bei dem Spiel.
müsst ihr in alles Kugeln reinballern. Bis zur Vergasung. Dass du überall Kugeln reinballern musst.
Jo, Freunde, dann gab es das Ende ohne Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao.